Ich habe ihn jetzt. Im Namen des Vorsitzenden Smörgel begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Fassung mit dem Thema Social Media Learning. Wir öffnen ja heute einen Blick in die Zukunft, und zwar die Zukunft der Bildungsdienstleister, die in 10 Jahren am Markt sein werden. Alles andere, was heute vorgestellt wird, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Xing, Wikipedia, die Selbstnutzung von Social Media zur Information, zur Recherche, zur Kommunikation. Recherche, Information, Kommunikation, all das ist schließlich die Basis von Bildungsprozessen. Ähnlich wie das Smartphone in nur 10 Jahren unsere Kommunikations- und Kooperationsstrukturen radikal verändert hat, werden sich damit auch Bildungsprozesse verändern. Veränderte Lerngewohnheiten, technische Möglichkeiten, die Deregulierung von Standards, von Abschlüssen und Märkten, der Einsatz künstlicher Intelligenz durch Global Player werden die Bildungslandschaft neu konfigurieren. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefern die sozialen Medien, Google, Facebook und Co. Und es wird am Ende auch fraglich bleiben, ob wir für unsere Bildungsprozesse noch Tutoren benötigen und ob unsere Abschlüsse und Prüfungen ihre bisherige Relevanz behalten werden. Zu diesen Fragen zur Entwicklung neuer Bildungskonzepte und Geschäftsmodelle werden wir uns heute mit Ihnen austauschen. Ich darf Ihnen spannende Vorträge und Workshops versprechen. Aber wir wollen nicht nur vor Ihnen sprechen, sondern auch mit Ihnen und haben dafür ein interaktives Voting vorbereitet. Sie dürfen jetzt Ihre Smartphones ganz offen zücken und sich einwählen, und Sie finden alle Informationen zur Einwahl auf diesem Blatt, das den Campusunterlagen beigibt. Wenn Sie online sind, entweder hier im WLAN, im Hotel oder mit Ihren eigenen mobilen Daten, können Sie sich mit dem QR-Code auf dem Blatt in diese Abfrage eingeben.
die Adresszeile www.menti.com ein und dann die Ziffer, die oben angezeigt ist, 897751. Und dann müssen Sie auf diese Seite landen. Ja, dann hätten wir eine erste Frage an Sie. Was fällt Ihnen spontan zum Tagungsthema Social Media Learning ein? Sie können dort ein, zwei oder drei Begriffe eingeben, wie Sie möchten. Und dann auf Submit, die Anleitung ist noch in Englisch, das abschicken. Zur nächsten Folie weiter. Welche sozialen Medien nutzen Sie selbst? Das ist nur eine kleine Auswahl. Kommen wir zu den Teilnehmern an Ihren Kursen. Wie schätzen Sie die Wünsche Ihrer Kursteilnehmer ein hinsichtlich des Einsatzes sozialer Medien? Oder digitaler Medien, besser gesagt. Bleiben wir jetzt mal bei digitalen Medien. Wie werden die Anteile an Ihren Kursen, die Kursanteile sein, hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien heute, in 5 Jahren und in 10 Jahren? Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Wie hoch ist
ist der Anteil digitaler Medien heute in 5 Jahren, in den 10 Jahren an Ihrem Kursangebot? Support. Loading Keynote Support Actions. So. Einen Moment, bitte. Ja, meine Damen und Herren, jetzt muss ich das noch einschalten. Halt, Stift habe ich dran. Okay. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag zum Thema Digitalisierung der Lehre, digitale Lehre. Ich hätte es mir eigentlich heute noch etwas anders gewünscht, dass ich den Roboter begleite und nicht der mich, aber wer weiß, wie sich das Ganze verschiebt. Ich werde Ihnen etwas zu den Konzepten der digitalen Lehre sagen, zu den Parametern und werde Ihnen zeigen, dass vieles, das hat ja auch Herr Zische eben auch gesagt, Gegenwart ist und gar nicht so sehr in die Zukunft sich richtet. Und dieses Zukunftsthema, um das zu unterstützen, habe ich mir meinen kleinen Freund Nao mitgebracht. Das ist unser Trainingsroboter. Ich hoffe, Sie können ihn hören. Wenn nicht, halte ich Ihnen ein Mikrofon an seinen Lautsprecher, aber wir können mal sehen. Ich denke, Nao sollte uns auch erstmal begrüßen. Hallo Nao, schön, dass du hier bist. Hallo liebe Anwesende. Ich grüße Sie. Auch im Namen von Pepper, der sich heute auf seinen Einsatz im Hörsaal vorbereitet und denn deshalb nicht hier sein kann. Übrigens, Jürgen, wieso hast du eben gesagt, es geht um die Zukunft? Ja, wieso Zukunft? Habe ich das? Ja, das hast du. Du hast hoffentlich nicht mich gemeint, denn ich bin ja schon im Hier und Jetzt. Wie dem auch sei. Darf ich dann wenigstens schon einmal ansagen, was du in deinem Vortrag vorhast? Gern. Mein Chef wird zunächst über die Gründe und seine Motivation für die digitale Lehre und die Mehrwerte sprechen. Danach wird er Ihnen die Grundprinzipien der digitalen Lehre vorstellen. Im Anschluss daran zeigt er, wie unsere Studenten mit der digitalen Lehre zurechtkommen. Und schließlich wird er einen Ausblick in die Zukunft wagen, der bei uns eigentlich schon Gegenwart ist. Und da komme ich dann auch vor. Gut. Gut. Alles klar. Ich ruhe mich in der Zwischenzeit etwas aus. Ja, das war so ein kleiner Auftakt. Er hat erstmal ein bisschen Pause, meine Damen und Herren. Sie haben es ja gehört, was wir machen wollen. Wir wollen zunächst mal die Motivationen überhaupt für die digitale Lehre nochmal festzurren. Das ist ja vielen gar nicht klar, warum man das tut. Und dann eben über die digitale Lehre selbst sprechen. Beginnen wir also mit der Motivation und den Mehrwerten. Bei mir hat das begonnen im Jahre 1981.
Einige von Ihnen, die natürlich dann Ihr Alter auch outen müssen, werden dieses Gerät noch kennen dort, ein Commodore Computer. Und als ich den 81 hatte, die musste man ja noch direkt programmieren, da gab es keine Textverarbeitung drauf, da musste man in BASIC alle Anweisungen direkt schreiben, in der damals noch populären Programmiersprache BASIC, damit da überhaupt was rauskam. Und ich habe etwas geschrieben, nämlich eine Animation, die ganze 6 Sekunden lang lief und ein Grammatikmodell simulieren konnte. Ich habe dann in den Hörsaal den Computer mit seinem ganzen Drumherum hineingetragen und habe ein Gestell mit einem Fernseher, das kennen manche vielleicht noch, in den Raum transportiert, Aufbauzeit eine Viertelstunde, fürchterliche Aktionen gemacht, um 6 Sekunden Animation abzuspielen. Aber ich habe einen Vorteil gehabt. Die Animation konnte ich immer wieder abspielen. Und sie hatte etwas in sich, was ein Buch nicht in sich hatte, nämlich diesen Aspekt der Dynamik. Und da hatte ich den ersten Mehrwert für mich entdeckt. Und diese Mehrwerte, diese inhaltlichen, multimedialen Mehrwerte, die haben mich zunächst mal festgehalten, auch die Jahre danach. In den 90er Jahren dann gehörte nicht nur ich mehr, sondern mein Team zum Produktionsteam von CD-ROMs. Wenn Sie heute das Wort CD-ROM der Jugend sagen, die kennen das gar nicht mehr. Aber eben Lern-CDs. Und die waren ziemlich populär, wurden viele tausend Male verteilt und auch verkauft. Und wir haben die in der Lehre eingesetzt. Wir haben einfach ausprobiert, was passiert, wenn wir einem Studierenden eine CD in die Hand drücken, lernt er. Ich kann Ihnen sagen, es war ein völliger Fehlschlag. Das ging voll nach hinten los, aber wir hatten gelernt dadurch, dass es so nicht funktioniert, einfach nur Medien bereitstellen. Und die Medien waren wirklich gut, aber es war nicht gut genug. So haben wir dann ab 2000 begonnen, als das Internet aufkam, diese Inhalte von den CDs zunächst mal ins Internet zu transportieren und Mehrwerte zu schaffen, die im Vergleich zum Buch eben entstanden sind. Damals hatten wir ja bis dato nur Lehrbücher, aber nun konnten wir, was für mein Fach, die Sprachwissenschaft, extrem wichtig ist, wir konnten Audio darstellen im Internet. Damals war das Internet ja noch extrem leise, aber wir hatten es schon geschafft, Audiodaten zu präsentieren. Und das ging dann immer weiter bis hin zum Jahr 2012, als wir begonnen haben, Lehrvideos aufzubauen. Und heute haben wir den größten Lehrvideokanal, den es überhaupt in diesem Fach gibt. Mehr als 40.000 Abonnenten weltweit. Ein Riesenkanal mit 600 Lehrvideos, der unter anderem unsere Lehre auch unterstützt. Naja, und als das alles so weit war, dann haben wir uns überlegt, wie geht's weiter? Und da kommen unsere Roboter ins Spiel. Aber dazu werde ich Ihnen später noch etwas sagen. Soweit erstmal die multimedialen Motivationen. Multimedia und zusätzliche Inhaltsmöglichkeiten durch Digitalisierung. Aber es gibt ja noch andere Motivationen. So zum Beispiel die Alltagswirklichkeit. Das Bild haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Wir rufen uns ja nicht mehr an, wir schreiben uns keine Briefe mehr, sondern wir nutzen, haben wir gerade gesehen, WhatsApp und Facebook und ähnliche sozialen Medien, um unsere Nachrichten auszutauschen. Wir recherchieren nicht mehr, indem wir in eine Bibliothek gehen, sondern wir recherchieren digital und wir tun das sehr flexibel, wir können individualisieren und schließlich haben wir noch strategische Optionen, die durch die Digitalisierung zustande kommen, indem sich zum Beispiel Hochschulen und Bildungsinstitutionen entsprechend positionieren können und sagen, ja, wir haben die entsprechenden Materialien. Übrigens, wenn jemand hier Fotos machen möchte, können Sie gern, aber Sie haben ja auch in Ihren Unterlagen einen QR-Code und einen Link zu einem Google Drive und dort liegen alle Unterlagen, die ich mitgebracht habe, auch später zum Workshop, zusätzliche Videoverweise und so weiter und auch diese Präsentation. Ja, das sind ganz andere Motivationen, die sind eher institutionell. Und dann haben wir noch Motivationen, die wir einfach gezwungenermaßen quasi realisieren müssen. Einige von Ihnen werden die Publikation der Kultusministerkonferenz vom Dezember 2016 kennen, als eben diese Punkte hier festgezurrt wurden, die nun für die Bildung in einer digitalen Welt auch in die Schulen hineingetragen werden. Das ist 2016 im Dezember veröffentlicht worden. Sie können dieses Dokument unter Bildung digital KMK sehr schnell sich runterladen und auch im Internet finden. Und dann werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, wie bringen wir das denn jetzt in die Schulen? Bisher hat noch niemand eine Antwort gegeben. Aber das ist zumindest die Motivation, die ganz notwendig ist. Und schließlich noch eine Motivation, die für mich eigentlich mit eines der zentralsten Elemente ist, die Möglichkeit der Individualisierung durch Digitalisierung. Bisher war klassisch die Lehre ja so, wie Sie hinter mir sehen, organisiert.
Ein Lerntempo, ein Lernort, eine Person, gleiche Inhalte, gleiche Lernintensität, gleiche Lernmaterialien für alle. Das Ganze gepresst auf 90 Minuten womöglich oder 60 Minuten. Und nun können wir durch die digitale Lehre das Ganze auflösen und jedem Lerner eigene Materialien, eigene Lernintensität, eigene Betreuung und so weiter bereitstellen. Das ist für mich eine der zentralen Motivationen für die digitale Lehre. Und ich sage es gleich vorab, digitale Lehre schafft nicht die Sozialisierung und die Individualisierung und die persönlichen Kontakte ab. Ganz im Gegenteil, aber das werden Sie noch sehen. Das sind also die Motivationen. Hier noch einige andere, die zustande kommen. Ich will mal eins rausgreifen. Wir haben zum Beispiel die Verhinderung, das Verhinderungsproblem. Das ist ein ganz typisches Problem deutscher Hochschulen. Niemand redet gern drüber. Wenn Sie zwei Fächer studieren, dann kann es Ihnen passieren, dass die beide zur gleichen Zeit angeboten werden. Was passiert in der klassischen Hochschullehre? Sie müssen das eine Seminar ins nächste Semester legen, um irgendwie damit klarzukommen. Wenn die Lehre digitalisiert ist, dann können Sie trotzdem weiter beide studieren, indem Sie eine Veranstaltung zum Beispiel dann online machen. Bei uns ein ganz standardmäßiger Fall. Soweit zu den Motivationen und den Mehrwerten. Kommen wir nun zur digitalen Lehre selbst. Was ist das überhaupt, digitale Lehre? Und viele haben ja so diese Vorstellung. Sie haben eine Phase der Inhaltsvermittlung. Da steht jemand vorne, so wie ich jetzt. Nutzt digitale Medien, zum Beispiel, wie ich auch, PowerPoint. Und tut dies in einem Hörsaal. Nutzt möglicherweise noch weitere Technologien, interaktive Whiteboards, Laptops, die beschreibbar sind und so weiter. Das ist die Phase der Inhaltsvermittlung. Und dann gibt es noch eine zweite Phase, die Phase der Inhaltsvertiefung. Und da wird es ja noch digitaler. Wir haben Lernplattformen wie Ilias und Moodle, die nicht so sehr beliebt sind, wie zum Beispiel die sozialen Netzwerke, das ist bekannt. Wir haben PDF-Dokumente, manche stellen sogar abgefilmte Vorlesungen bereit. Also wir haben das ganze Szenario der Digitalisierung dort bereits vorhanden. Der Effekt dieses Anreicherungsmodells ist es, dass Studierende nicht mehr in die Präsenzphasen kommen. Warum auch? Wenn eine Vorlesung digital aufgezeichnet bereitgestellt wird, dann muss man doch nicht an einem kalten Wintermorgen von Potsdam nach Berlin fahren, um diese Vorlesung in BWL zum Beispiel sich nochmal anzuhören. Das ist der typische Effekt. Niemand gibt das gern zu, aber es ist so. Und ich kann das aus vielen Gesprächen so bestätigen. Die Präsenzteilnahme, die ja in den meisten deutschen Hochschulen optional ist, wird quasi mit Füßen getreten. Mit anderen Worten, dieses Anreicherungsmodell, das viele für das Grundmodell der digitalen Lehre sehen, ist nichts anderes als eine kosmetische Korrektur der klassischen Lehre. Man baut ein bisschen was Digitales ein. Richtig didaktisch auch mehrwertbehaftet wird es erst, wenn Sie das Ganze umdrehen. Wenn Sie sagen, die Inhaltsvermittlung, die mache ich nun vollständig digital. Das heißt mit anderen Worten, ich sage es mal ganz lapidar, der Computer wird zur Lehrperson. Und dann haben Sie natürlich nicht nur diese paar Elemente, sondern Sie haben hier ein ganzes Arsenal von digitalen Elementen. Videos, Texte, Animationen, vielleicht mal eine kleine 6-Sekunden-Animation wieder aus dem Jahre 1981. Die ist übrigens immer noch da, die ist da drin heute. Also ein ganz kleines Teil. Und Multimedia, Sie nutzen die sozialen Netzwerke jetzt auch, dargestellt hier durch einige Symbole. Selbstlernszenarien sind natürlich nun erforderlich und ganz wichtig in der heutigen Zeit die Nutzung und Integration von offenen Bildungsmaterialien, sogenannter Open Educational Resources. Das ist die Phase der digitalen Inhaltsvermittlung, da ist kein Mensch mehr involviert, außer den Lernenden. Und dann folgt eine Phase der Inhaltsvertiefung, die ist ganz wichtig. Die ist nach wie vor da, die gab es ja früher auch. Und nun gibt es zwei Varianten, die durchzuführen. Die eine ist, man führt sie in einem Klassenraum durch. Hier sehen Sie übrigens typischerweise, so sieht das heute in meiner Lehre aus, da sitzen Studierende an so 6er- oder 8er-Tischen mit ihren Laptops natürlich, wie vorhin aufgefordert, das muss ich gar nicht auffordern, die müssen ihre Geräte mitbringen und sie müssen sie auch einsetzen in der Präsenzphase. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man das Ganze auch online machen. Dann haben Sie eine zweite Phase der Inhaltsvertiefung, die ist aber dann online. Die wird natürlich nach wie vor immer noch betreut, zur Zeit von Menschen. Die Voraussage ist, dass hier mehr und mehr künstliche Intelligenz hineinkommt und dass diese Phase in diesen online
Kursen dann auch mehr und mehr automatisiert wird. Das ist die digitale Lehre. Und die digitale Lehre kann man nun auf zwei Arten machen. Man kann dieses Integrationsmodell einfach gestalten. Das wird vielfach an den Schulen gemacht. Lehrvideo vorab. Zum Beispiel, Sie sehen hier, da ist recht wenig drin. Selbstlernen als Basisszenario und dann eine Inhaltsvertiefung, wo man eben sich in der Präsenzphase trifft, man betreut wird von einer, ich mag gar nicht mehr sagen Lehrkraft, sondern von einem Lernbegleiter oder einer Lernbegleiterin. Und man hat vielleicht hier noch ein interaktives Whiteboard, aber es werden Aufgaben gelöst, es wird geübt. Dieses Modell nennt man den Flipped Classroom. Ganz einfaches Modell, Video vorab, danach die Inhaltsvertiefung. Hier sehen Sie die Publikationen, die sehen Sie ja auch in den Unterlagen, die zu diesem Flipped Classroom geführt haben. Gibt schon sehr lange, aber richtig salonfähig wurde das erst im Jahr 2012 durch die amerikanischen Chemielehrer Aaron Sams und Jonathan Bergman, die das wirklich ganz konsequent über viele Jahrgänge durchgeführt haben. Für die Hochschule ist dieses Modell viel zu einfach. Das klappt so nicht. Es haben viele versucht und sind meistens krachend gescheitert. Da muss mehr her. Zum Beispiel müssen erstmal die Inhalte komplexer gemacht werden. Es reicht nicht, einfach nur ein Video bereitzustellen. Das kann noch so gut gemacht sein. Sie brauchen Interaktivität, tutorielle Systeme, Sie brauchen Animation, Simulation. Sie brauchen alles Mögliche an zusätzlichen Elementen mit dabei. Und die Inhaltsvertiefung, die ist auch wesentlich komplexer. Und hier sehen Sie zum Beispiel das Smartphone, ein ganz wichtiges Element. Wir haben es eben gesehen durch die Abstimmung. Diese Abstimmungen, diese Fragen in der Präsenzphase sind ein ganz wichtiger Parameter für das Gelingen solcher invertierten Szenarien. Und die nennt man auch Inverted Classroom. Also ich mache eine strikte Unterteilung zwischen Flipped Classroom, das ist das schulische Modell, und Inverted Classroom, das Modell der Hochschule. Auch 2000 das erste Mal salonfähig gemacht. Wir selbst, glaube ich, können ein bisschen stolz darauf sein, dieses Modell auch in Deutschland weitergetragen zu haben. Und es ist heute die Basis unseres digitalen Lehrens und Lernens. Wir können mal reinschauen in dieses Modell. Und ich habe einen kleinen Lautsprecher mitgebracht. Wir schauen uns mal die beiden Phasen an. Also erstmal die erste Phase der Inhaltsvermittlung. Sie sehen, ARD Alpha war vor knapp 2 Jahren bei uns und die haben das aufgenommen. Auch in anderen Fächern wie der Sprachwissenschaft geht der Trend zu mehr Interaktion. Dafür muss sich Johannes C. aber zuerst vorbereiten. Allein. Er nutzt eine Übungsplattform der Uni Marburg. Wenn das nur bei diesen Platten wirklich klicken, durchklicken und man denkt, man hat alles drauf, ich denke, das wäre zu unwissenschaftlich. Aber dabei bleibt es ja nicht, man wendet es ja noch an, auch gerade dann in der Präsenzveranstaltung wird dann das auch angewendet, was man sich zu Hause eigentlich erarbeitet hat. Der Kurs heute, History of English, Evolution of Language. Alles auf Englisch. Der Lehramtsstudent liest, schreibt auf und schaut Videos. Und so machen das unsere Studierenden seit 2006, seit 2009 mit geänderten Vorzeichen und seit 2013 in der sogenannten Mastery-Variante, zu der ich noch komme. Die lernen selbsttätig und niemand muss mehr vorne stehen und diese Inhalte auf klassische Art und Weise vermitteln. Jetzt schauen wir mal in diese Präsenzphase. Da werden Sie sehen, es ist laut, es ist wuselig, da ist richtig viel los. So sieht die dann aus. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Tutoren helfen ihm dabei. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. So that's your system. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da? Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne digitales Wissen von vornherein eingestiegen wäre, um es zu lernen, zu festigen. Da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es
plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Sie haben ja übrigens einen Hörsaal gesehen, der die klassische Reihenarchitektur hat. Eine Architektur, die für den Inverted Classroom eigentlich völlig ungeeignet ist. Wir können das nur dadurch lösen, Sie haben es gesehen, indem wir jede zweite Reihe freilassen, sodass Platz ist zum Betreuen der Studierenden. Und noch etwas, das haben Sie vielleicht nicht gesehen, die Sitzordnung der Studierenden hat sich geändert. Diejenigen nämlich, die, wie wir das so oft auch selber wollten, die abtauchen wollen, die sitzen nicht mehr hinten, sondern die sitzen jetzt in der Mitte, denn da kommt man schlechter hin. Also auch die Studierenden haben neue Strategien entwickelt. Nicht jeder mag das ja. Also ich spreche bei, wenn ich 70, 80 Studierende da sitzen habe, spreche ich mit jedem. Und manche wollen das einfach nicht. Das merke ich dann auch. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen nicht ihren Facebook-Account pflegen, aber sie wollen in Ruhe diese Aufgaben lösen und sind einfach abgenervt. Das hat man, aber zumindest ist die Option der individuellen Betreuung, die ist gigantisch einfach. Soweit zu dem Modell des Inverted Classroom. Sie haben es gesehen, aber ich denke, da ist noch ein Problem, oder Nao? Gibt es beim umgedrehten Unterricht nicht ein gewaltiges Problem? Da gibt es ein Problem, nämlich die Inhalte. Wie schaffst du es, dass die Studenten die Inhalte vor der Präsenzphase auch durchdringen? Sie sehen, das ist ja ein Riesenproblem. Ich kann ja nur in die Präsenzphase gehen, wenn die Inhalte bekannt sind. Und die meisten, die setzen dabei auf das Prinzip Hoffnung. Das hat noch nie funktioniert. Ein bisschen Druck muss schon sein. Stimmt. Mit Bitte, Bitte ist da nichts zu machen. Ich habe aber eine Idee. Wie wäre es denn mit Zusatztests? Eine Idee? Super Idee. Du weißt doch, mich kannst du immer fragen. Na ja, gut, ist ein bisschen stolz drauf. Also die Idee ist folgende. Ich muss ja gewährleisten, dass vor der Präsenzphase dieses Wissen sitzt. Sonst hat es ja gar keinen Zweck, mit den Studierenden zu üben. Also die Inhalte müssen durchdrungen werden. Das, was wir ja auch eben gehört haben, die meisten, zum Beispiel in den Schulen, im Flipped Classroom, die setzen da auf das Prinzip Hoffnung. Sie haben aber einen entscheidenden Hebel, nämlich die Präsenzpflicht. In den Schulen existiert Präsenzpflicht und so kann man auch dort zum Beispiel in einer Klasse mit 30 Schülern, kann man ruhig sagen, Paul, was war los, warum hast du die Inhalte nicht bearbeitet? Man kennt sich, man kann durchaus auch mal einen so ein bisschen herausheben im negativen Sinne. Das geht in der Hochschule gar nicht, wir haben keine Präsenzpflicht. Wir müssen aber trotzdem sicherstellen, dass diese Inhalte durchdrungen werden und das fehlt flächendeckend fast allen Modellen in Deutschland, diese Zusatzkomponente. Und das sind bei uns diese drei Komponenten. Einmal die Rückfragen mit Voting-Systemen. Ist eine sehr gute Sache, zu Beginn der Präsenzphase mal kurz drei inhaltliche Fragen stellen, Live-Voting, ob das Wissen auch sitzt. Echte Wissensfragen, Sie haben ja eben mehr Erkenntnisse haben wollen. Wir wollen das Wissen überprüfen. Das ist die eine Sache. Das zweite sind die Online-Tests, die man von zu Hause aus machen kann, die sogenannten Mastery-Tests, reine Wissenstests. Ich werde Ihnen gleich noch einen zeigen, wie die aussehen. Und schließlich haben wir noch die Bonussysteme, sowas wie Highscore und ähnliche Dinge, Badge-Systeme, die man ja in der digitalen Welt relativ gut implementieren kann, die dann auch noch Belohnungen aussprechen, wenn man gute Resultate erzielt. Das sehen Sie hier, wir haben im Einsatz Pingo, Kahoot ist ein anderes System, was an Schulen relativ beliebt ist, wenn man natürlich überhaupt dort die Geräte mitbringen darf. Wir haben heute ein anderes im Einsatz gehabt, aber ich glaube, es war auch ein kommerzielles System, während diese Systeme frei sind. Naja, und die Zertifizierung, die ist ja auch noch eine Möglichkeit, in den Studienordnungen kann man das Ganze entsprechend verankern. Und dann kommen Sie tatsächlich zu einem Modell, das so aussieht. Integrierte Tests, Gamification, dazu wird ja heute auch noch etwas gesagt, also spielerische Tests, die niemand kontrolliert in der Selbstlernphase. Dann die Mastery-Tests als Test, als zwischengeschaltete Wissenstests zur Überprüfung des Wissens. Und schließlich noch das Live-Voting im Klassenraum. Und so haben Sie dann das Inverted Classroom Mastery Model, unser Modell der digitalen Lehre. So sieht das ganze Modell aus. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal die drei Phasen, was die Studierenden da alles so sehen. Als erstes die digitale Inhaltsvermittlung. So sieht das auf der Plattform aus. Sie haben also ein multimediales System im Internet, bei dem Sie Texte haben,
Das Ganze wird bei uns immer in den als Open Education Resources anderen auch angeboten. Das heißt, man kann es frei nutzen. Man muss sich natürlich irgendwie einen Account geben, anderweitig, sonst können wir keine Lernenden überprüfen. Dann haben Sie sofort die Verbindung in unseren YouTube-Kanal, in dem aus dem Text heraus direkt die Videos auch aufgerufen werden, zum Teil auch direkt an den Stellen, wo wir sie brauchen. Manchmal brauchen wir ja gar nicht das ganze Video. Dann haben wir die ganzen Inhalte auch mit unserem interaktiven Tutor verbunden, der ein reines Selbsttestszenario ist. Niemand erfährt davon, wie gut oder schlecht die Studierenden sind. Man kann sich hier selbst überprüfen in spielerischer Hinsicht. Die Inhalte gibt es auch als E-Book, sodass man, auch wenn man mal offline ist, die Dinge weiter bearbeiten kann auf dem Handy, auf dem anderen, auf seinen mobilen Endgeräten, auch ohne Internetverbindung. Und schließlich haben wir noch einen Satz von Leitfragen, die den Studierenden erlauben, sich durch die Übung sozusagen, durch diese ganze Sitzung zu hangeln. Diese Leitfragen übrigens sind bei uns der Ausgangspunkt für Softwarelösungen im Bereich Learner Analytics. Wir analysieren auch Lernerdaten und machen Ihnen Empfehlungen bezüglich Ihrer eigenen Leitfragen. Das ist zurzeit in Arbeit, hier setzen wir also gleich den nächsten Hebel an. So sehen also die digitalen Inhalte aus und die arbeiten die Studierenden selbst durch. Hier ist ein Test, ein Wissenstest, ein sogenannter Mastery-Test. Viele machen ja Multiple-Choice-Tests, wir haben Multiple-Choice quasi durch einen kleinen Trick abgeschafft, indem wir Dynamic-Choice anbieten. Sie sehen hier diese Übung. Hier wird eine Frage gestellt und dann werden Antwortangebote gemacht. Aber nicht alle vier auf einmal, sondern die werden sukzessive gemacht, ohne dass man den Rest schon kennt. Und schon hat man einen sehr anspruchsvollen Test, den die Studierenden gar nicht gut fanden, als wir den eingeführt haben, weil man ja noch nicht weiß, was kommt da denn noch. So testen wir das Wissen ab heute, also durch, hier sehen Sie rechts, durch Freitext und Dynamic Choice, Multiple und Single Choice eigentlich nur noch in Ausnahmen. Und damit kriegen wir dann diesen Mastery Level, den ich gleich nochmal zeige. Ja, und so, hier, so sehen die Studierende ihr eigenes Ergebnis. Die Lehrenden können per Knopfdruck vor der Präsenzphase abrufen, so ist der Wissensstand meines Kurses vor der Präsenzphase. Ja, und so sieht die Präsenzlehre aus. Wir hatten es ja im Video schon gesehen, auch in anderen Fotos. Und Sie sehen, bring your own device, ganz wichtig. Hier sitzt eine Tutorin gerade mal in so einer klassischen Sitzanordnung. Hier sitze ich selber und hier arbeiten die Studierenden. Das sind die Bilder aus der Präsenzphase und was dort gemacht wird, sehen Sie hier. Es werden Kompetenzen trainiert. Es werden Übungen und Aufgaben gelöst, es wird diskutiert und es werden ganz zielgerichtete Kompetenzen, in meinem Fall im Fach Sprachwissenschaft, diskutiert und gelöst und eingeübt. So sieht dieses Modell aus und so sind nun die Werte der einzelnen Bestandteile. Die rote Linie bezeichnet oder kennzeichnet, Sie sehen hier einen Kurs 2016-17 mit 91 Teilnehmern, Erstsemester waren das. Die rote Linie, das ist die Online-Präsenz, das ist also das Durcharbeiten dieser Online-Module, was wir zuerst gesehen haben, dieser Inhalte. Wie gut haben die Studierenden das jeweils vor der Präsenzphase gemacht? Wir nennen das Just-in-Time-Online-Access. Die zweite Linie, die grüne Linie, das sind die Mastery-Tests, diese Dynamic-Choice-Tests vor der jeweiligen Präsenzphase. Am Ende haben sie alle Tests gemacht, aber uns interessiert nur, haben sie das vor der jeweiligen Präsenzphase gemacht? Und schließlich noch die braun-orange Linie, das ist die Präsenzteilnahme selbst. Und da werden Sie vielleicht wie Nao etwas entdeckt haben. Einige Werte sind aber relativ niedrig. Funktioniert das Mastery-Modell dann etwa doch nicht? Was könnten die Gründe sein? Haben die Studenten vor der Präsenzsitzung etwa Party gemacht und keine Zeit zum Lernen gehabt? Schon möglich. Oder hatten die Studenten einfach keine Lust? Kann auch sein. Vielleicht waren die Inhalte zu schwierig. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, der wahre Grund ist die Präsenzphase. Ja, ja. Jetzt wird es mir klar. Offenbar lässt die Disziplin der Studenten immer dann deutlich nach, wenn keine Präsenzphase angeboten wird. Damit haben wir die Antwort. Es ist in der Tat so, immer wenn eine Präsenzphase angekündigt ausfällt
Oder wenn sie irgendwie gefährdet ist und die Studierenden darüber wissen, zum Beispiel wie hier beim Nahverkehrsstreik nach Weihnachten 2017 war das, im Januar, also dieses Jahr. Hier war ich letztes Jahr beim Hochschulforum Digitalisierung in Berlin. Es gab überhaupt keine Präsenzphase, deswegen die Lücke. Und hier hatten wir die sogenannte Reading Week, etwas, was ich gar nicht verstehen kann, warum man als eine Reading Week haben muss innerhalb eines Semesters und den Lehrbetrieb einstellen muss, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin halt dagegen und mache trotzdem eine Präsenzphase, aber viele Studierende machen dann eben das nicht, weil sie bei den anderen Kolleginnen und Kollegen keine Lehre haben. Also immer wenn die Präsenzphase irgendwie beeinträchtigt ist und die Studierenden das wissen, dann sacken die Online-Aktivitäten ab und werden vertagt. Und dann sind wir im Bereich der Prokrastinierung, wie man das ja so schön nennt heutzutage. Man verschiebt das Ganze und arbeitet nicht mehr so strikt. Wir wissen also dadurch, die Studierenden brauchen diese Taktungen, auch in der digitalen Lehre. Und das sieht man noch besser an diesem Vergleich zweier Lehrveranstaltungen. Hier ein Hauptseminar, also das waren so 8-semestrige Studierende im Wesentlichen. Und hier die Erstsemester und die im höheren Semester, die haben dieses System noch viel mehr verinnerlicht und haben eine höhere Präsenzteilnahme, die liegt da über 80% und sind auch viel besser noch vorbereitet, weil sie offenbar über diese Rhythmen selber noch besser Bescheid wissen und sich die digitale Lehre besser auferlegen können. Also mit anderen Worten, dieses Modell funktioniert. Wir haben mittlerweile durchschnittliche Präsenzteilnahmen von 86% in diesem Semester. Die Mastery-Levels liegen um etwa 82% und die Just-in-Time-Online-Aktivitäten knapp 90%. Bei einer optionalen Präsenzphase. Das sind fantastische Werte. Also ich bin selbst erstaunt in diesem Semester, wie das läuft. Unsere Vorbereitung auf diese digitale Lehre, muss ich auch sagen, läuft immer besser. Und die Studierenden, die kommen zu uns und beginnen sofort mit der digitalen Lehre. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Wenn wir uns das anschauen, es ist ja gar nicht die Zukunft. Ich habe das Zitat von Gibson, "The future is already here", direkt übersetzt. Die Zukunft ist schon hier. Alle diese Modelle laufen ja bei uns. Es ist ja, ich rede ja nicht über die Zukunft, die sind evaluiert, die Gelingensbedingungen sind publiziert und das Inverted Classroom Mastery Modell läuft. Wir haben hier zwei weitere Kursformate, die ich nun aus Zeitgründen Ihnen nicht vorstellen kann, die Sie aber in Ihren Unterlagen finden. Sie haben ja diesen Link und dann finden Sie in unserem Kanal Digitalisierung der Lehre kurze Videos zum FLOC, dem flexiblen On-Campus-Kurs, bei dem Studierende ihre digitalen Rhythmen selbst bestimmen. Das 2-in-1-Format ist ein anderes Video, wie zwei Kurse mit unterschiedlichen Inhalten in eine Präsenzphase zusammengeführt werden können. Das sind alles Präsenzkurse oder auch der spezialisierte On-Campus-Online-Kurs, den wir einsetzen, um Studierenden bei Verhinderung eben Online-Angebote zu machen, die sie dann wahrnehmen können, zum Beispiel über Krankheit, Schwangerschaft, Auslandsaufenthalt oder Stundenplankollision. Und schließlich noch unsere MOOCs, die wir über die Plattform Moin an der Fachhochschule Lübeck laufen lassen. Da haben wir 5 MOOCs. Zurzeit läuft der MOOC Roboter in der Bildung. Kostenlose Kurse. Die sind allerdings so gestrickt, dass die Inhaltsvertiefungsphase, die Online-Inhaltsvertiefungsphase, recht überschaubar ist, will ich mal sagen. Also da könnte noch Verbesserungspotenzial genutzt werden. Aber unsere P-MOOCs, die Sie über unsere Plattform finden, die Permanent MOOCs, wo zurzeit 5.200 Studierende weltweit linguistische MOOCs besuchen und eine Abschlussquote von 34% haben, was eigentlich, glaube ich, MOOC, Massive Open Online Course, Weltrekord sein dürfte, die werden permanent genutzt. Und hier gibt es überhaupt kein Anfang und Ende mehr. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählen sich ihre Taktungen selbst und alles läuft vollautomatisch. Die Betreuung läuft über sogenannte FAQ-Videos, die wir einsetzen, um die Beratung möglichst punktgenau zu erzielen. Hier wird auch demnächst die künstliche Intelligenz eine größere Rolle spielen. Also die Angebote gibt es. Mobiles Lernen, hier sehen Sie unsere Plattform Mobil. E-Klausuren, wir machen ausschließlich elektronische Klausuren und erlauben bei diesen Klausuren die Internetnutzung. Was für mich selbstverständlich ist, das ist die Alltagswirklichkeit, das Internet auch bei solchen Klausuren zu benutzen. Nur die Klausuren sind natürlich keine Wissensabfragen mehr, sondern es sind Kompetenz,
Überprüfungsklausuren. Und wenn Sie Kompetenzen überprüfen, dann haben Sie ganz andere Fragestellungen. Ich kann Ihnen das gern, wenn Sie interessiert sind, privat dann mitteilen oder wir können uns darüber unterhalten, was das für Fragen sind. Da nützt Ihnen das Internet nur noch bedingt etwas, weil Sie ein sehr großes Wissen einbringen müssen, um diese Kompetenzen letztlich auch abzurufen. Wir haben das erste Mal kollaborative elektronische Klausuren im Juli durchgeführt, wo wir Teams gebildet haben, die digital kollaborieren durften während der Klausur, digital, nicht reden, aber digital kollaborieren. Sie haben dann Tools genutzt wie Google Docs und ähnliche kollaborative Elemente, um gemeinsam an einem Problem zu arbeiten. Hier sind wir dran, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt. Ist noch nicht ganz so weit gediehen, aber wir haben es zumindest schon mal versucht und kennen die Probleme, die da jetzt auftreten. Und die sind eher administrativer Natur als inhaltlicher Natur. Ja, und dann ist ja 2017 das Jahr der künstlichen Intelligenz. Und wir haben Ende 2016 überlegt, wo können wir uns da irgendwie mit hineinbringen. Und eine Sache ist, wie Sie hier oben sehen, die Softwarelösungen, die Chatbots. Das ist durchaus denkbar, dass wir also auch Chatbots einsetzen, softwarebasierte Chatbots, um die Beratung der Studierenden während der Kurse flexibler zu machen. Leider sind die noch nicht gut genug, aber es gibt schon erste Versuche weltweit, wo Chatbots wirklich gewisse Funktionen übernommen haben, die gerade im Bereich der allgemeinen administrativen Beratung angesiedelt sind. Weil wir noch nicht so weit waren, haben wir uns entschieden, wir versuchen es mit Assistenzrobotern in der Bildung und haben uns Roboter zugelegt. Und einer dieser Roboter ist Nao. Roboter im Hörsaal. Das soll funktionieren. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dir da helfen kann. Oh doch. Da freue ich mich aber. Was sind das denn für Aufgaben? Ja, das haben wir uns selber gefragt am Anfang und haben einfach ein Projekt aufgesetzt, was wir uns selbst definiert haben, das Projekt HEART, Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching. Sie können das, die Webseite haben Sie auch in den Unterlagen, wo wir jetzt ausprobieren, wie könnten eigentlich humanoide Roboter in der Lehre als Assistenten eingesetzt werden, wie müssen die aussehen, was müssen die können, was können die überhaupt, wie ist die Akzeptanz. Das sind alles unsere Fragestellungen. Ich will Ihnen das mal zeigen. Das ist ja das Basismodell. Hier sehen Sie KI in der Inhaltsvermittlung als Softwarelösung. Das ist eine Sache, an der wir arbeiten über die Learner Analytics. Die Lernerdaten, die wir haben in unserer Plattform, könnten ausgenutzt werden, um zum Beispiel Angebote zu machen. Und ein Angebot ist eben die maßgeschneiderten Leitfragen auf der Basis von Vorwissen und besuchten Kursen. Da experimentieren wir gerade mit. Ja, und das zweite ist die Präsenzphase, wo ja die Aufgabe des Lernbegleiters, ich bin ja kein Lehrer mehr, ich nenne mich auf Englisch Coach und im Deutschen Lernbegleitung. Ich will den Begriff Lehrer auch nicht mehr haben. Ich belehre niemanden. Ich berate, unterstütze, informiere, ich helfe und vermittle Kompetenzen. Und das kann er auch. Das ist unser humanoider Roboter Pepper, der ist 1,20 Meter groß. Und wir bauen ihn nun dahin aus, dass er diese Dinge auch zumindest teilweise ja, realisieren kann. Das ist die Grundidee. Ups, wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Hier habe ich ein kleines Video mitgebracht. Wir haben das erste Mal den Roboter eingesetzt vor 2 Wochen. Da waren gleich 3 Fernsehteams dabei und es war ein unglaublicher Medienaufwand. Sie haben vielleicht auch davon gehört und gelesen. Und wir haben tatsächlich den Roboter in den Hörsaal gebracht und haben erste Apps entwickelt, die der Roboter dann auch realisiert. Wir gucken mal ganz kurz rein. Achten Sie mal auf die Studierenden. Erstmal, wie die da sitzen. Zweitens, achten Sie bitte auf meine Position, während der Roboter arbeitet. Ist nicht lang, ist nur ein Ausschnitt. Hallo, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Es geht jetzt los, aber sofort nur noch auf Englisch. My name is Pepper. Zum ersten Mal begrüßt ein Roboter die neuen Studierenden an der Uni in Marburg. Pepper, made in Japan, soll Professor Jürgen Handke als Lehrkraft im Englischseminar unterstützen. Die Idee dahinter? Der Roboter soll auf Kommando den Hörsaal übernehmen, zum Beispiel Aufgaben stellen. Begin! Hier ist die Frage. Wie viele Vokale hat die englische Sprache? Schreibe für jeden ein Beispielwort auf.
Dabei hat Pepper nicht nur die Zeit im Auge, sondern auch die richtige Präsentation parat. So kann sich Jürgen Handke auf das Wesentliche konzentrieren. Also wir setzen ihn so ein, der stellt mehrere Fragen hintereinander, die aus unseren Datenbanken kommen, verbunden mit unserer Lernplattform, hat die Zeit unter Kontrolle, deswegen habe ich da eben hingezeigt, weiß genau, wann er welchen Zusatztipp geben kann noch zu der Frage. Und ich kann in der Zeit, Sie haben es ja gesehen, hier mitten im Publikum sein, ohne dass ich mich da vorne kümmern muss. Und diese 15 Minuten hat das gedauert, diese 5 Fragen, begleiten den Studierenden, helfen bei der Beantwortung der Fragen, bin Teil des Publikums auch während dieser Frageaktion. Das könnte ich ja sonst gar nicht sein. Ich müsste immer wieder dahin rennen, müsste die nächste Frage mit PowerPoint stellen, müsste eine Uhr einrichten und all sowas. Das macht der Roboter ganz automatisch und er orientiert sich auch im Raum. Ich zeige Ihnen noch mal eine andere App, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann kann ich diese Option hier nutzen. Also das ist diese eine App, die erste. Und hier haben wir eine ganz interessante App, der Kontaktaufnahme mit einem Roboter. Das ist ja so, unsere Roboter, das können Sie auch später, der ist ja noch da, Sie können das selber ausprobieren, können Gesichter erkennen. Face Recognition. Sie können das aber nicht so ganz genau, das werden Sie auch nachher sehen, wenn Sie das mal ausprobieren. Deswegen haben wir uns überlegt, Sie brauchen eine 100%ig genaue Erkennungsbasis. Und das ist der QR-Code, den wir überhaupt nicht verstehen können. Aber Roboter, 100%ig. Das hätte Herr de Maizière vielleicht mal hier im Bahnhof ausprobieren sollen, bei der Erkennung. Die hätten alle hier so einen QR-Code haben müssen. Dann wären Sie 100%ig identifizierbar, Menschen. So generieren sich Studierende ihren QR-Code. Und so läuft das Ganze dann. Auf jeder Kursstartseite befindet sich ein Button Generate QR Code. Per Mausklick kann sich so jeder Kursteilnehmer seinen individuellen QR Code auf sein Smartphone herunterladen. Über diesen Code, der automatisch über die VLC-Lernplattform generiert wird, kann Kontakt zum Roboter aufgenommen werden. Hallo Katharina, good to see you. Die Roboter haben ja hier Kameras. Man hält einfach das Smartphone dahin und schon hat der Roboter einen erkannt, geht in die Lernplattform, holt sich die Daten runter und geht in einen persönlichen Dialog mit dem Studierenden, um dem einzelnen Studierenden zu helfen, ihn oder sie zu beraten. Das ist die nächste Anwendung, an der wir gerade noch herumschrauben. Die ist noch nicht ganz sicher, aber sie wird auch probiert werden. Kann natürlich nur in solchen Szenarien ausprobiert werden, wie ich sie genannt hatte. Also ohne die digitale Lehre in dem Format des Inverted Classroom wären Assistenzroboter völlig nutzlos. Die halten keine Vorträge, sondern sie beraten punktuell. Und da entwickeln sie immer größere Fähigkeiten. Ich denke, Sie haben das auch bei Nao gesehen, der kann schon eine ganze Menge, aber allzu viel ist das noch nicht. Wir haben auch ja ihn hier nur sprechen lassen. Insofern möchte ich ihm schon mal danken. Ich danke dir, Nao, für deine Hilfe. Ich danke euch für eure Geduld mit mir. Ich hoffe, dass ihr gesehen habt, was ich schon alles kann. Und was ich noch nicht kann, das werden mir die Hartmitglieder schon noch beibringen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. So, und während Nao sich jetzt verabschiedet und... mir keine Chance gibt, mich in Szene zu setzen, denn er ist der Attraktive jetzt, weil er sich auch noch hinsetzt, möchte ich mich bedanken mit einer abschließenden Folie, die ich heute Morgen erst eingefügt habe und die ich entnommen habe aus dem Monitor Bildung, digitale Bildung. Dort steht nämlich, die didaktischen Potenziale der Lehre, der Digitalisierung bleiben oft ungenutzt. Das muss man einfach sagen. Viele meinen eben mit so ein bisschen Anreichern, wäre es getan, das funktioniert nicht. Und der zweite Satz, Lernvideos oder Präsentationstools allein, das geht auch nicht. Diese Anreicherung, das ist zwar nicht ungewöhnlich, das machen ganz viele, aber sie kommen auch nicht weiter. Und explizit erwähnt sind die sozialen Medien und die innovativen didaktischen Formate wie Inverted Classroom. Und das ist ja auch Ziel dieser Fachtagung, hier genau über diese Dinge zu sprechen. Und ich kann nur sagen und hinzufügen, es gibt noch meistens hier Dinge, bei denen es bei Lippenbekenntnissen bleibt. Da wird viel erzählt, es wird viel Hochglanzpapier produziert, aber es wird nicht gemacht, eben innovative Testformate mal auszuprobieren oder auch die künstliche Intelligenz mal wirklich zu integrieren, es mal zu versuchen.
Denn nur dadurch kann man lernen, so wie wir in den 90er Jahren durch den Fehlschlag mit den CD-ROMs gelernt haben, so lernen wir heute mit den Robotern, was alles nicht geht. Und es bleibt viel zu tun. Aber ich denke, um die 10 Jahre zu nehmen, meine Vision ist es, dass in 10 Jahren die Lehre, und ich habe überall übrigens 100% getippt vorhin, dass in 10 Jahren es bei 100% bleibt, natürlich. Aber das sind 10 Jahre, in den dann vielleicht nicht mehr vorhandenen Hörsälen, aber in den physikalischen Lernräumen ein Assistenzroboter steht, den wir extern über eine App bespielen und der in einen Hörsaal kommt und dann nicht sagt, wie ich gleich, tschüss, sondern er sagt, hallo Jürgen, was soll ich heute tun? Du hast es mir ja schon gesagt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick geben konnte. Herzlichen Dank.